Ich möchte euch erzählen, woher die Früchte stammen. Früher war das so, dass die Menschen hungerten, weil da gab es noch keine Früchte auf der Erde. Und die Tiere und die Menschen hatten großen Hunger und stellten irgendwie fest, das Rüsselschwein sieht aus, als hätte sich das heimlich gemästet. Und alle anderen Tiere und Menschen hatten irgendwie überhaupt nichts. Und nun beschlossen sie, die kleine Maus solle dem Rüsselschwein hinterherlaufen. Wo ist das denn entfleucht? Und morgens früh macht sich das Rüsselschwein auf den Weg durch den Wald. Und die kleine Maus folgt ihm. Die laufen ganz, ganz tief in den Wald rein. Unbekannte Hügel, unbekannte Wälder. Und plötzlich bleibt das Rüsselschwein stehen und blickt hoch. Und blickt dann wieder runter und fängt an, dort Früchte zu fressen. Und die kleine Maus guckt sich das an und denkt, was ist denn das für ein Baum? Das ist ja ein Fruchtbaum. Da hängen alle Früchte der Welt, die sie natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, aber da hängen Bananen, Ananas, Aprikosen, Litschis, Tomaten, Nüsse und viele, viele andere Sachen noch. Und das Rüsselschwein machte sich unten dabei und fraß die Sachen, die in der Nacht vom Baum gefallen sind. Und dann schlief es ein. Das Mäuschen fraß sich kugelrund und wetzte nach Hause. Und am nächsten Tag war das so, dass die kleine Maus die Menschen und die Tiere zu diesem Wunderbaum führte und die sich auch satt fraßen. Endlich hatten sie mal was zu essen. Und sie stellten fest, als das Ganze unten aufgefressen war, oben hängen noch viel mehr Früchte. Und eigentlich müssten wir die nehmen und daraus dann eigene Früchte züchten und die einpflanzen. Aber der Stamm war so glatt, dass sie da nicht hoch konnten. Und so beschlossen die Menschen, wir müssen den Baum fällen. Und 10 Tagen hieben sie ein mit scharfen Äxten auf den armen Baum. Baum rührt sich nicht, interessiert ihn überhaupt nicht. 20 Tage schlugen sie auf ihn ein mit scharfen Äxten. 30 Tage schlugen sie auf ihn ein mit scharfen Äxten. Und der Baum rührte sich nicht. Und so ging das weiter. Und irgendwann hatte der Baum genug und er neigte seine Äste herab, sodass sich jeder nehmen konnte, was er wollte. Und die Menschen brachten die Früchte heim, die sie sich ausgesucht hatten, aßen sie und pflanzten mit den Samen der Früchte neue Bäume, Aprikosen, Litschis und so weiter. Vielen Dank. Thanks for watching.